Michael Schächter. Und ich bin Yves Jochnewitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit auf Yiddish Farm in Goshen, New York. Es mir werden du, wie ihr seht, wir verpflanzt du als Ding der jiddisch-rendige Farmer. Und als Ding ist organisch. Als es organisch. Die Schilden sind auf Yiddisch. Und wir werden machen halt ein emische, feurische, organische Siede. Auch unheimlich mit Bergesalat. Dadurch sein. Ich will abkochen die Bergeblätter mit Knoblauch und mit ein bisschen Spinat. Ja, in Knoblauchbrot. In Ort haben wir einen von den Farmer, Yisroel Bas. Was hast du dort in der Hand? Du habe ich frische Knoblauch, was ich angenehme von der schwarzen Erde. Es ist sehr groß, sehr gut. Die schwarze Erde ist sehr passig für Knoblauch. Ja, es ist passig auf Knoblauch und andere Mienige wechseln auch. Mit dem Herbst wollen wir ansetzen noch ein Sachknobel und eine schwarze Erde. Goshen ist in Orange County, New York, und der Gegend ist sehr berühmt für schwarze Erde. Schwarze Erde ist das Beste für Sibylis und Knobel. Ist die was so verassen, da Berg ist, wenn es so war? Sieht die schöne, grüne Blätter. Nein. Ott, das ist Spinat. Gott, Sie geben euch ein bisschen Spinat zu den Berges. Jetzt rasse ich auf dem Krieb, muss mir gehen jetzt für den Bergesalat. Ihr könnt auch rassen mit dem Stamm oder ohne dem Stamm, wie ihr wollt. Das ist der Knobel. Es ist nicht so groß wie die Knobel von unten, von der schwarzen Erde, aber es ist sei wie sei sehr Geschmack. Wir fahren jetzt zurück zu dem Haus. Und das helfen ihr. Sehr gut. Jetzt sind wir in dem Maasotef, in Yiddish Farm, Yisroel Bas. Und der zweite Farmer, dort von hinten, in Maasotef, ist natürlich Edelmann. Er ist auch der Yiddish-Lehrer auf Yiddish Farm. Und dort ist ich. Hi. Seid bei Griesdorf, der Yiddish Farm. Was ist der Jochnewitz Farm? Das ist der Bobbins Farm. Ich war sehr emotional, als ich vorher. Jetzt sind wir in Haus und wir sind eine große Zeit zu greifen in der Macholim. Ich werde uns wissen, wie es immer kann putten werden von den Schrotzen, von den Blättern, was wir wollen jetzt in den Spinatblättern und den Bergenblättern. Man fragt bei uns allemal, nie versteht sich, wollen wir uns nützen organische Grünzen, aber in Zobermeure verschrotzenlich. Reisches habe ich schon gehört von zwei Maschkichen, also die nicht-organische Grinsen, das heißt die konventionelle Grinsen, haben nicht weniger Schrotzimlach wie organische Grinsen. Da habe ich gegräht, zwei Abgossen und eine große Schüssel mit Kalkwasser. Stelle rein die Grinsen in Wasser, mischt sie gut aus. Ob es hat nicht kein größer Abgossen, könnte sein drei große Töpfe mit Wasser oder drei große Schüsseln mit Wasser. Jetzt dort, nehmt heraus die Grinsen von Wasser, gieße sie nicht ab von einem Kehle in der zweiten und der Schmutz und der Schrotzimlach bleiben in Wasser. Jetzt dort in der zweiten Kehle misch. Und mit die Hand rein in die dritte Kehle. Und lesoch raus von dem letzten Kehle und rein in der Durchschlag. Und jetzt wird der Ruchel greifen die Berges. Gedeiht zu machen den Bergesalat, darf man haben annähernd 6 Berges. Wir haben etliche Größe. Wir haben sehr klein schicken, aber ein Ehre 6. Jetzt man schält auf jede von den Berges. Das sind weiße Berges, sie sind anders wie die Leute, weil sie haben einen mehr delikaten Tarn. Und wenn man kocht sie auf, sagt gier. Wir werden sie nicht bruten in Ofen wie mit Tiefen gewinklich, weil sie pushen sie heiß, das ist ein Zimmertug. Jetzt wir werden sie zerschneiden, sie machen reiflich und danach werden wir sie abpaaren. Mit ein paar Kehle. Jetzt gehen wir machen zerschneiden Reiftlach von den Weißen Berges. Was deine
geschnitten ist als Giecher abgekocht. Du schaust dich endlich zu schneiden auf rechtlich der Berges, mit ihm zu schneiden der Reute Zwiebeln und die Krippe. Ein kleines Zwiebeln oder eine Hälfte von einer größeren Zwiebeln. Jetzt bringen wir den weißen Berges zum Ofen. Und wir wollen sie paaren. Na Paarekehle. Wie ihr wollt, könnt ihr sie kochen in Wasser. Aber ich habe besser lieb mit der Paarekehle. Beschaust, wir warten, als der Burek ist uns angerät. Weil wir machen sehr grünen Knobelbrot. Man nimmt eine Hälfte von der Knobel, man rabt es auf beide Seiten. Und die wichtigste Sache, raben auf die Skorinke. Und danach, wenn ihr wollt es essen, könnt ihr es antinken in Bäume und ihr könnt es beschmieren mit Pitte. Man hat es dann beschmiert mit Schmalz in der alten Zeit. Ja, ja. Der Berg ist dann schon weich. Und jetzt können wir sie rausnehmen. Und wir gehen das bringen in eine Schüssel. Dort hat ihr die gekochte Berges. Zwiebeln mit Kreep. Wie ihr gedenkt, der Kreep haben wir herumgerissen vom Feld. Ein Viertel Teppel Bäume. Nehmen wir erst ein bisschen Öl. Zwei Löffel Essig. Vielleicht nehmen wir ein bisschen mehr. Nehmen wir Mischte-Säus. Und dann noch ein halber Löffel Salz. Das ist Kusche-Salz. Und ein halber Löffel schwarze Pfeffer. Da habe ich schön gewaschen, schön schrotzenlose Burikblätter mit ein bisschen Spinat. Tietze sie rein in Paarekehle. Kocht sie ab a 2-3 Minuten, nicht mehr, weil man wird sie weiter kochen, man wird sie weiter prägen mit Knobel. Warft nicht aus die Stammen, sie sind sehr geschmackig. Sie schneidet sie auf kleine Stücke und kocht sie ab zusammen mit den Blättern. Derweil schneide ich die Knobel, da habe ich 10 Zehntel Knobel. Es kann sein 2 über das Bild, ich habe sehr lieb Knobel. Und im Sommer, wie jetzt hat schon gesagt, sehr saft grinsen. Einmal kann man zerhacken die Knobel, aber das Mal will ich es schneiden auf deine rechtlich, so sein ein bisschen süßer. Warm dann ein paar Tellnie oder ein Wack auf einem hohen Feuer. Wenn es ist geht warm, geht sie Maslinebäume. Dann eher ein Viertelteppel. Ich mache ein bisschen niedriger den Flamm und geht sie die zerschnittene Knochen. Derweil, als die Knobel kocht sich ein bisschen, da nimmt die schön abgekochte Grinsen und sie schneidet sie auf kleine Stücke. Bliegus, mit diesen in die schönste Burgblätter, was ich einmal gesehen im Leben. Oh, also so grün, tinkelgrün. Fett und frisch. Oh. Jetzt der Tietze rein die Grinsen in Bäume mit den Knobeln. Prägelst du und mischt, mischt und prägelst, prägelst und mischt. A 2-3 Minuten. Ich mach noch einmal hoch den Flamm.
Und wenn es ist kemat fertig und git heiß, will ich sie geben ein Löffel Essig und ein bisschen Salz. Ein halb Löffel Salz. Nun, heute habt ihr eine polnische Mahlzeit, wie sie Pasta verfahren, weiße Beeren mit Krieb, die Beerenblätter mit Spinatblätter und Knoblauch, harte Eier für Protein und Knoblauchbrötchen zu basen. Als frisch geschnitten vom Feld. Ich hoffe, dass ihr das nur gehört, wenn ihr unser Kochprogramm habt auf der Jiddisch-Farm. Esst gesinnte Hände!